Also hier so eine dichte Rasenfläche, das ist schon echt der Hammer. Also dieses Aerifizieren und Sanden, das hat es vielleicht gebracht. Und da ist sie. Da ist sie. Die ist natürlich auch da. Hallo Poa. Na, wie geht's dir hier beim Rasenfreak? Cool. Der Rasenfreak ist aus dem Haus, denn er holt jetzt den Swordman raus. Ach, nochmal. Der Rasenfreak ist aus dem Haus, denn er holt jetzt den Swordman raus. Der Rasenfreak ist aus dem Haus, denn er holt jetzt den Swordman raus. Da ist er, der Swordman Elektra 2.0. Ich will euch heute dieses Gerät vorstellen, ausführlich zeigen. Mal schauen, ob Swordman hier einen guten Job gemacht hat oder nicht. Es ist einiges verbessert worden gegenüber dem ersten Elektra. Vor allen Dingen hier, der Deckel wurde angehoben, die Gewichtsverteilung wurde optimiert. Wir haben einen neuen Fangkorb mit so einem Stoffgewebe. Die Elektronik wurde verbessert, die Akkulaufleistung wurde verbessert. Hier der Fangkorb ist 2 Kilo leichter geworden. Ja, schauen wir mal. Swordman hat mir den Elektra jetzt hier mit der 10-Messerspindel hingestellt. 10-Messerspindel, sagt Swordman, unter 15 mm Schnitthöhe. Passt ganz gut. Wir haben 14 mm auf dem Fairway und haben wir jetzt 7 mm auf dem Grün. Und wir werden also heute, auch den Abschlag werden wir mit 14 mm mähen. Also wir mähen das Fairway, wir mähen das Grün, wir mähen den Abschlag. Und dann gibt es ein Fazit. Ja, und das machen wir jetzt. Also viel Spaß mit dem Video. Yeah! Läuft schön gleichmäßig. Super. Jetzt will ich nochmal schnell den Schnitt kontrollieren. Ich benutze immer, um den Swordman Elektra nach hinten zu kippen, hier solche Gewichtssäcke für Filmstative. Gibt es immer im Doppelpack. Perfekt. Vorher natürlich den Sicherheitsschalter reinpacken. Dann diese beiden, sie habe ich mit Sand gefüllt. Diese beiden Säcke hier auf den Griff hängen. Und dann kann man ihn also sehr schön hier auf die Transportrolle kippen. Schön zurückkippen. Und das Tolle ist ja, es ist ein Elektromäher, ein Akkumäher. Da läuft nichts aus, den kann man einfach zur Seite kippen. Das ist eben nicht Benzin, das ist nicht Öl, das ist eben nur elektrisch. Und das ist natürlich schon mal hier ein Riesenvorteil. Jetzt hole ich mal hier das Schnittpapier und dann gucken wir kurz mal auf den Schnitt. Ja, um den Schnitt des Messers zu überprüfen, braucht man natürlich Handschuhe. Und dann braucht man irgendein 80 Gramm Papier, irgendein Blatt Papier. Das ist ein Einkaufsblock. Was? Ach so, ja, richtig. Wir haben heute Morgen vermisst. Damit kann man jetzt hier den Schnitt überprüfen, indem man eben hier das Blatt Papier zwischen diese Spindelmesser und das Untermesser steckt, vorsichtig. Und dann sollte er ganz, ganz entspannt, oh, guck mal, der schneidet nicht. Der schneidet, anderen eben nicht geschnitten, der schneidet. Der schneidet, der schneidet, der schneidet. Doch, einer hat geschnitten. Ich hätte jetzt gedacht, einer hätte nicht geschnitten, aber schneiden alle auf beiden Seiten. Überprüfen. Warte, hier, der, ja. Wunderbar. Oh, der eine hat nicht geschnitten. Er muss ein bisschen beschleunigen, die Spindel. Sie soll ja auch möglichst keinen Kontakt haben. Also sie soll möglichst wenig Kontakt haben. Umso leiser und gleichmäßiger läuft sie. Und das ist super, super, super eingestellt. Das ist natürlich bei einer neuen Spindel immer herrlich. Aber natürlich verschleißt die Spindel, wenn man ein bisschen Erde, ein bisschen Dreck, Wurmhaufen Dreck, ein bisschen Sand natürlich auf der Rasenfläche hat, dann verschleißt die Spindel ganz schnell. Wir haben ja hinten die Ostfläche komplett gesandet, aerifiziert und gesandet. Deswegen habe ich auch so lange gewartet, weil jetzt ist der Sand größtenteils weg. Hoffen wir mal, dass wir keine Steinchen mehr reinkriegen. Größte Problem beim Spindelmäher ist eben irgendein Steinchen zwischen Untermesser und Spindel, zack, ist eine Kerbe drin. Ja, als Standard ist die Glattrolle auf dem Mäher drauf. Es gibt aber auch hier profilierte Rollen. Es gibt mittlerweile 2 Varianten profilierte Rollen. Das ist die, die ich immer sehr gerne benutzt habe. Wir mähen aber jetzt mal mit der Glattrolle.
Das ist halt eben ein Zubehörteil. Und da gibt es jetzt auch eine ganz neue profilierte Rolle, die ich noch nicht kenne, die ich also auch nicht beurteilen kann. Die fand ich tatsächlich richtig cool. Aber nehmen wir mal den Standard und schauen, wie das damit funktioniert. Okay, so, also Schnitt ist in Ordnung. Achso, jetzt nochmal die Schnitthöhe kontrollieren. Das habe ich noch vergessen. Wir wollen ja auf 14 mm. Ja, das Coole ist, Firma Swordman hat hier so eine kleine Werkzeugtasche auf dem Holm drauf. Und da sind wirklich alle Schlüssel drin, die man braucht. Ich brauche jetzt hier diesen, was ist das? Das ist ein Fünfer, genau. Fünfer Imbusschlüssel. Hier rechts ist eine Sicherungsschraube für die Höhenverstellung. Und links ist hier die Höhenverstellung mit der Skala. Wir wollen auf 15 mm. Und ich bin natürlich immer sehr skeptisch, ob die, ach so. Und man muss immer diese obere Kante als Anschlag nehmen. 15 mm, nee, 14. Quatsch, 14 habe ich gesagt. 14. Ungefähr genau. Dann schraubt man hier auch die andere Seite fest. Und jetzt sollte die Spindel 14 mm haben. Da ich da mal sehr skeptisch bin, hole ich jetzt meine Lehre und überprüfe das, weil das leider meistens nicht wirklich stimmt. So, ich habe jetzt meine Lehre geholt. Das ist wirklich also ein ganz einfaches Aluprofil. Das kann auch so ein Flachprofil sein. Jetzt habe ich jetzt hier so ein Vierkantprofil. Was hat das hier? 15 mal 15. Da habe ich einfach ein Loch gebohrt, an der rechten Stelle natürlich, und eine Schraube durchgezogen. So sieht das also aus. Mit einer Schraube und einer Flügelmutter. Und die Schnitthöhe ist immer diese Auflagefläche, wo die Frontrolle und die Heckrolle drauf liegen und die Unterkante des Schraubenkopfes. Und da habe ich jetzt schon 14 mm eingestellt. Das sollten jetzt auch auf der Kamera sichtbar 14 mm sein. So, und diese Lehre, die legt man jetzt eben auf die beiden Rollen. Und der Schraubenkopf sollte jetzt auf das Untermesser rutschen. Und wie ihr seht, passt das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kann es ja auch nicht ändern, aber das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Also ich verstehe nicht, warum man diese Skala darauf nicht verschieben oder anpassen kann. Also ich löse jetzt wieder die rechte Schraube und löse hier einfach diesen Hebel. Und jetzt hänge ich die Lehre. Meine Frau kommt wieder dichter. Jetzt hänge ich die Lehre einfach hier erstmal auf der linken Seite auf das Untermesser. Da sieht man das. Also die Lehre hängt jetzt hier auf dem Untermesser drauf. Und dann ziehe ich hier fest. Und jetzt überprüfe ich die andere Seite, ob sie da auch raufrutscht. Und das passt perfekt. Also das passt perfekt. Also das heißt, der Mäher ist absolut parallel. Das ist super. Jetzt brauche ich nur wieder hier die Schraube festziehen. Und dann habe ich die echten 14 mm. Und nach der Skala bin ich jetzt bei 9. Also die, ja, ich verstehe es nicht. Also das kann man eigentlich richtig machen. So, Werkzeug wieder rein hier. Runterkippen. Warum zeige ich das so ausführlich? Tatsächlich sollte man vor jeder Mähsession einmal die Schnitthöhe und einmal auch natürlich die Schnittqualität überprüfen. Denn man will ja den perfekten Schnitt haben und den kriegt man nur mit einem Spindelmäher. So, und jetzt geht's los. An, nee, ah, Sicherheitsschalter. Natürlich. An, losfahren. So, und wir haben es wieder ein bisschen windig beim Rasenfreak. Und wir haben einen wolkenlosen Himmel. Ich brauche jetzt erstmal eine Cappy, weil, ne? Jo. Um mich vor der Sonne ein bisschen zu schützen. Spindel an. 14 mm. Und schön gerade mähen. Ein bisschen schneller fahren. Irgendeiner schrieb mal in einem Kommentar, ey, du mähst ja gemähtes Gras. Ja, wir mähen möglichst oft, um eine möglichst schöne Rasenfläche zu bekommen. Je öfters man mäht, desto dichter wird der Rasen. Und natürlich immer das
Zauberwort ein Drittelregel. Hier ein Drittelregel einhalten. Der Meer läuft wunderbar leise. Er ist nicht lautlos, natürlich nicht. Aber es ist der leiseste Meer, den ich kenne. Das wird auf dem Video wieder nicht so toll rüberkommen. Ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll. Weil das Mikro verstärkt immer das Geräusch. Ja, man hat natürlich eine Geräuschkulisse. Aber das ist herrlich. Er läuft völlig lautlos. Der Antrieb ist völlig lautlos. Klar, die Spindel, die hat so ein leichtes Schnarren. Aber wenn man hier mäht, das ist herrlich. Ich sag mal, am Sonntag sollte man vielleicht trotzdem nicht mähen. Aber mein Nachbar ist begeistert. Was bei der Software jetzt echt cool ist, wenn man den Antrieb loslässt. Also den Link. Da ist noch Papier. Ah nein. Wo kommt das denn her? Irgendwo war noch Papier. Woher kommt das aus meiner Hosentasche? Wenn man den Antrieb loslässt, dann läuft die Spindel langsamer. Dann reduziert sie die Spindeldrehzahl. Wenn man den Antrieb wieder hochzieht, dann läuft die Spindel auf der richtigen Drehzahl. Und praktisch so eine, ach, weiß ich nicht, eine Schonung der Spindel oder vielleicht auch, um die Akustik ein bisschen angenehmer zu machen. Das ist neu, das finde ich sehr cool. Und was ich auch nicht wusste, was aber richtig super ist, man kann tatsächlich auch bei dem Sportman mit einer Hand mähen. Ja, man müsste nur mal das Handbuch lesen. Wenn man beide Hebel gedrückt hat, dann drückt man entweder R oder Lock kurz nochmal und dann piept es kurz. Und dann kann man einen der beiden Hebel loslassen. Also ich starte die Spindel, mähe los, drücke jetzt Lock und kann mit einer Hand mähen. Ich kann also wechseln. Jetzt kommen wir zu einem Problem, was ich nicht gut finde. Tatsächlich, der Fangkorb hat ein Problem. Der ist zwar echt 2 Kilo leichter, das ist super, das merkt man auch deutlich. Aber die Maschenweite ist zu grob. Und wir holen jetzt mal den Gimbal und Martina filmt jetzt mal den Fangkorb aus der Nähe. Und dann werdet ihr sehen, wie tatsächlich die Gräser und vor allen Dingen natürlich die Poanua-Früchte, also die Samen, die Poanua-Samen, die Früchte heißt das offiziell, durch diesen Fangkorb durchfliegen. Wir haben eine extreme Poanua-Blüte. Es war so extrem wie seit Jahren nicht mehr. Überall, also ich habe Golfplätze gesehen, das war ein einziges Poanua-Blütenmeer. Also haben wir ja auch und von daher ist das nicht wirklich nicht optimal. Es gibt aber den Stahlfangkorb noch als Basis natürlich, der natürlich das Problem nicht hat, der aber eben auch schwerer ist. Also da wäre es schön, Sportman würde doch mal in sich gehen und würde halt dieses Maschengewebe noch ein bisschen deutlich, nur ein bisschen deutlich feiner machen. Und da sagen wir es jetzt wieder deutlich. Herrlich! Ja, also endlich ist aus meiner Sicht das Streifenbild perfekt. Also wir haben nicht mehr diesen Doppelstrich durch den Deckel. Also jetzt hier von der Gewichtsverteilung, das sehe ich jetzt nicht so. Aber es sieht einfach einwandfrei aus. Das sind die perfekten Streifen. Da hat Sportman wirklich alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Also Daumen hoch dafür bei dem Fangkorb. Sagen wir Daumen so.
Bei der Schnitthöhe Daumen so, kurzes Zwischenfazit, also schon an der Stelle. Jetzt mähen wir auf dem Abschlag die Rasenmischung Dunkel Nummer 10 von Mein schöner Rasen, vom Julian Pech. Im zweiten Jahr jetzt kommt sie so richtig gut. Ihr werdet sehen, viel Spaß. Wir hatten ja hier großes Familienwochenende und unsere Enkelkinder, die haben hier fleißig die kleinen Steinchen aus dem Sandbunker hier oben drauf verteilt. Ich habe das heute Morgen schon versucht, noch ein bisschen raus zum Haken hier aus der Fläche. Aber wenn es jetzt gleich tinkt, wundert mich gar nichts mehr. So ist das. Okay. Oh, langsamer, langsamer. Das ist auf dieser kleinen Fläche natürlich schon eine Herausforderung mit so einem großen Mäher. Aber ich finde ja nach wie vor, dass der Mäher fantastisch zum Händeln ist. So komisch dieser Griff sich auch aussieht, der Griff ist super. Super. Einfach mega. Oh, geschnarrt. Man darf wohl sich runterfallen. So, einmal ganz rumgemäht, jetzt mähen wir hier noch den Rest. Diese Rasenfläche ist deutlich dunkler, und sie soll ja dunkel sein, und sie ist es auch tatsächlich, deutlich dunkler als meine restliche Fläche. Das war ja genau die Idee, mal hier auf dieser abgeschlossenen Fläche so eine dunkle Grasmischung zu etablieren, wie es so schön im Fachdeutsch heißt. Und das ist schon eine tolle Mischung hier. Hier ist die das deutsche Weidelgras, die Korsika drin, die Lolium paeana Korsika als Sorte, die auch noch Ausläufer bildet. Das ist natürlich auf so einer Abschlagfläche wichtig, denn wenn man da jetzt hier so Löcher reinschlägt, hier ein bisschen Golf gespielt, ne, hier so ein Loch reinschlägt, dann muss das Loch ja auch wieder zuwachsen. Und dann ist eine ausläuferbildende Grassorte natürlich super. Ja, okay, cool. Als letztes kommt jetzt das Grün auf der anderen Seite. Yeah! So, ich habe jetzt auf 7 mm eingestellt. Und damit ihr auch seht, was 7 mm sind. Seht ihr das? 7 mm hängen wir nochmal rauf. Ob es auch wirklich passt. Guckst du hier im Schatten? Klack. 7 mm. Klack. Fantastisch. Andere Seite. Klack. Perfekt. Perfekt. 7 mm. Ja, den habe ich auch am Samstag, heute haben wir Montag, den 13. Mai, am Samstag zum letzten Mal gemäht. Der Rasen ist schon richtig gut dicht. Bisschen langsamer. Ja. Fantastisch. Oh.
Das ist jetzt langsam so das Ende der Fahnenstange. Tatsächlich ist aus meiner Sicht genau für solche Rasenflächen so ein Rasenmäher gedacht. Wenn ich mal scharf die Konturen hier nochmal nachmähen. Ja, wow. So, ja, das sind hier tatsächlich ziemlich genau 7 mm. Also das passt echt super. So, lieber Rasenfüchs, ja, wir sind am Ende angekommen dieses wahrscheinlich ewig langen Videos. Jetzt zum krönenden Abschluss gibt es noch ein kleines Putten hier auf dem Putting Green vom Rasenfreak. Wir haben 7 mm, das reicht noch nicht. Ich bin ja echt verlockt, schon auf 5 runter zu gehen. Und dann mache ich noch eine kleine Zusammenfassung hier vom Swordman Elektra 2.0 und erzähle kurz, was ich eben gut und was ich nicht so gut finde. Auf jeden Fall jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Bis denn. Ja, ich habe natürlich extra den orangefarbenen Ball für den orangefarbenen Swordman Elektra. Ihr könnt jetzt noch ganz schnell Wetten abschließen. Patte ich rein oder nicht? Jetzt 3, 2, 1. Oh nein. Zweiter Ball, ja oder nein? Was sagst du, Schatz? Sie sagt nichts mehr. Schon völlig am Ende. Die ganze Filmerei. Nein, viel zu weit. Viel zu weit. Egal. Ja. Auch kein Profi-Grün. Profi-Grün. Super. Ja, cool. Schau nochmal zurück. Das macht ja echt Spaß. Das macht ja echt Spaß. Oh, ein herrliches Wetter. Der war auch nicht so doll. Aber der geht rein. Der geht jetzt rein. Natürlich auch nicht. Egal. Gut. Das Putten war nicht so doll. Aber, um es gleich vorwegzunehmen, ich finde den Swordman Elektra 2.0 richtig klasse, eine tolle Erweiterung von diesem coolen Gerät. So, also eine ganz kurze Zusammenfassung zum Swordman Elektra 2.0. Also Design, super, finde ich super. Farbwahl, super. Mähbreite, 55er, ist super. Das Handling ist super. Ich finde auch den Griff klasse. Die Elektronik ist jetzt ausgereift. Super. Ich finde diese Reduzierung der Spindeldrehzahl super. Auch diesen Auto-Mow-Modus gab es ja schon. Super. Ganz große Klasse. Mähbild, ganz wichtig. Super. Total gleichmäßig. Kein Doppelstreifen mehr. Die Gewichtsverteilung sieht auch super aus, auch gerade hier auf dem Grün. Jetzt ist es heute Abend wieder schon so ein bisschen fast rausgewachsen. Das sieht total gleichmäßig aus. Es wird nicht jeder Halm geschnitten, aber der Halm wird super geschnitten, wenn die Spindel scharf ist und gut eingestellt ist. Ne, da muss man aufpassen. Fangkorb bin ich wirklich nicht so ganz zufrieden. Da wünsche ich mir unbedingt ein etwas dichteres Stoffnetz hier, so ein Maschennetz. Also da gibt es nach wie vor den halben Daumen. So, was natürlich echt schlecht ist, ich muss es so ganz offen sagen, ist halt diese Skala hier für die Höheneinstellung, warum die nicht passt, warum man das nicht verbessern kann. Es ist nur ein Aufkleber, das verstehe ich nicht, wo da irgendwo der Fehler ist. Also da müsst ihr tatsächlich mit der Lehre arbeiten, wenn ihr die richtige Schnitthöhe haben wollt oder eine ganz bestimmte Schnitthöhe haben wollt. Das geht anscheinend nicht besser. Akkuleistung ist super, überhaupt kein Ding. Ganz wichtig beim Akku ist, dass der keine Kälte ab kann. Also alles unter 5 Grad wird richtig kritisch. Swordman bietet so eine Überwinterungsgarage an. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet, könnt ihr mal googeln. Also das ist wichtig, der Akku muss im Winter in die Wärme, ist leider nicht entnehmbar. Das ist natürlich nicht so gut. Vom Preis her hat zumindest Swordman jetzt zum alten Elektra den Preis nicht erhöht, immerhin. Preislich ist das Gerät natürlich, ja, das ist natürlich ein wirklich teures Spielzeug. Es gibt aber auch ähnliche Mäher, die sind deutlich teurer.
Ja, vom Gewicht her muss ich sagen, er ist doch ein bisschen schwerer geworden. Also das weiß ich nicht, das ist so langsam grenzwertig, auch wenn man ihn hinten auf die Transporträder drückt. Das ist schon ganz schön viel Gewicht vorne, gerade mit der 10-Messerspindel. Also merkt man deutlich. Ich würde immer eine 6-Messerspindel nehmen. Wenn man jetzt nicht gerade so ein Putting Green hat, dann reicht die völlig aus für die meisten Schnitthöhen. Selbst 10 mm, 8 mm macht eine 6-Messerspindel super. Ja, cool. Was sagt ihr jetzt zum Swap in Elektra? Ich bin eigentlich ziemlich begeistert. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Er läuft deutlich besser. Was das schon wieder gebracht hat. Super. Jetzt ist er wieder kurz. Hammer. Hammer. Jetzt fallen die Bälle. Jetzt fallen die Bälle. Ah, schade. Komm noch mal. Ein bisschen kurz. Wie heißt es so schön im Golfsport? Never up, never in. Also die Länge muss passen. Ah, das ist wirklich viel zu weit. Okay. Cool. Ja. Gut. So. Tschüss.